Ja, start eine neue. Ja, also das war ja nichts wert. Technology. Leck mich. Lecken Sie mich. So, und so sieht der Angriff von Isaac normalerweise aus. Aber je stärker die Tränen werden und ja, je öfter man sie schießen kann, umso größer und andere Farbe bekommen sie. What the fuck? Das sind Champions! Ja. Hilfe! Hilfe, Hilfe! Hilfe, Hilfe, nein. Hilfe! Ja, okay, das ist ein bisschen doof, ne? Ach, die schießen relativ random, nicht gezielt. Wow! Du bleibst einfach stehen. So, wuhu! Ich mag nicht, wenn die Chancen übrig bleiben. Wer nicht? Ich gebe mir sicher Leute, die sagen, oh, kein Problem, Torso. Okay, der Rosa nicht. Ich glaube, der Rosa droppt eine Pille, oder? Ich weiß nicht. Ah, nee, mit der Rosa kannte ich mich nie aus. Mal einfach so. Das war der Rosa. Ja, super, Torso. Super, Torso, rettet den Tag. Nicht ganz. Die einzigen Farben, die ich mal konnte, waren im normalen Isaac. Ach nö. Das ist die super. Super scheiße. Hoffen wir auf Kamikaze. Ja, wahrscheinlich kommt aber irgendein Bockmist. Wie meistens, ne? Also Leute, dieses Spacebar-Item kann man aktivieren, lädt sich jede zwei Räume mit Gegnern wieder auf und es aktiviert einfach mal ein random Spacebar-Item, was es gibt. Nicht ganz, aktiviert random Bücher. Ups, das war die Bombe, scheiße. Sicher Bücher? Sicher Bücher. So, aber gut. Hier sehen wir auch gerade mal einen Bluestone, also da hat hier ein Kreuz und die haben einen schönen Vorteil. Na gut, da war jetzt eine Trollbombe noch zusätzlich drin, aber die haben meistens meistens Items und unter anderem auch Soul Hearts. Ja. So. Wie hieß denn das Item, was Random Spacebar Item machte? Oh Gott, da gibt es so viele, die super Randoms machen, aber keins ist totally random. Okay, ich will Anarchist Cookbook. Oh. Nee, siehst du, Random Spacebar Item. Okay. Ich sag's doch. Also Anarchist Cookbook, das macht Bomben zufälliger. Ja, ich weiß, deswegen sagst du ja, wenn du jetzt gesagt hast Bücher und so, dann will ich das Anarchist Cookbook. Okay. Oh, bitte, was macht's? Nix. iPhone Pilz and Atom. Ja. Ja, iPhone Pilz ist zum Glück, ist es ja wirklich der, das, was sagt, passiert nichts. So, das ist Larry Jr. Ah, okay, da geht auch. Double Larry, das ist interessant. Aber Larry Jr. geht wirklich doch, der ist eigentlich relativ leicht. Den kann man ohne Schaden schaffen. Vor allem, wenn man sich halbwegs auf die Mittelsegmente konzentriert, dann ist er noch einfacher. Weil interessanterweise, ihr seht ja, ich muss die Segmente von Larry Jr. einzeln kaputt machen. Und wenn ich schaffe, halt die Segmente mittendrin kaputt zu machen, dann habe ich mehrere Segmente auf einmal vernichtet. Weil Larry Jr. muss immer mindestens zwei Segmente haben, wie man gerade effektiv gesehen hat. Sehr schön. Nein, Doppelschaden. Oh, Mann, ich habe beinahe Schaden geschafft. Dinner. Sehr schön. Naja, theoretisch hätte ein Devil Room sein können, weil du keinen Rotherzschaden mir genommen hast. Ja, nee, ich hatte ja einen Level-Schaden genommen. Sicher, dass das nicht nur ein Bosskampf ist? Ich bin der Meinung, nur ein Bosskampf. Beides, also ein Level und ein Bosskampf. Also wenn man beides schafft, hat man den höchsten Erfolgsgrad. Okay. Also wenn man Boss ohne Schaden schafft, dann ist es auch schon mal etwas. Na gut, hier haben wir einen Challenge Room, da kommen wir nicht rein. Ich glaube, ist das einer mit wenig Herzen, ne? Ja, ich glaube schon. Also manche gehen nur, wenn man halt keinen Schaden... Ach nö, nicht der Hell of Flies. Und da ist man Zolat weg. Bäh, Hilfe. Mein Kopf. Ich sag mal so, diese Fliegenformation ist nicht schlimm. Schlimmer sind die Leute, die sich ständig angraben. Ja. Finde ich. Ja, eine böse Kombination, wie wir behaupten, oder? Ja. Okay, dann muss ich die Scroll. Und wir haben jetzt einen Slow-Motion-Effekt von den Gegnern. Das ist nett. Das ist wirklich ganz nett. So, ein Schlüssel, sehr schön. So, und da haben wir auch gleich schon mal den Schatzraum, das ist super. Item Room. Was haben wir? Oh, eine Kamikaze. Und noch ein Schlüssel, das ist wunderbar. Und wir haben. Okay, Bob's Curse, glaube ich, oder? Ich glaube, das sind einfach nur 5 Bomben und Poison Bombs. Oder was? 10 Bomben? Ja, du hast mit deiner Aussage recht.
Und das heißt Bob's Curse. Ja, okay. Wie lange beide richtig? Ich merke mir die Effekte anstatt die Namen, weil. Warum? Naja. Also die Bomben, die er jetzt legt, egal welche das sind, er hat gratis 5 Bomben bekommen. Sag mir, glaube ich. Dieses Guppy-Item, Guppy's Head, ne? Nee, Guppy's Head macht fliegen. Das war Tammy's Head, wenn dieser andere Kopf, Tammy's Head, genau. Oder halt einfach nur Isaacs Bottle of Tears. Kann ja auch sein. Jo. So, mal. Wo war ich gerade? Genau. Und die Bomben vergiften jetzt die Gegner für eine kurze Zeit. Genau, machen also nochmal kurz Schaden. Ich hab 2 Schlüssel, Item Room. Lohnt sich, glaube ich, nicht. Wie viele Münzen hast du? 6, nein. Lohnt sich nichts. Mit 7, ja. So, oh, der Boss, sehr schön. Weil mit 7 könntest du eventuell ein Angebot bekommen. Ansonsten hätte ich maximal halt die Möglichkeit, vielleicht einen Schlüssel oder so zu kaufen. Und könnte. Ich könnte vielleicht Schlüssel noch donaten, aber nee. Ja, du, einen Schlüssel zu kaufen und den Schlüssel zu benutzen, ist nicht wohl. Dann hätte ich wirklich nur einen Verlust gemacht, genau. Und Bomben habe ich noch 5, das ist mehr als genug. Bob's Curse, sei Dank. Und seltenerweise ist eine Bombe oder so ein Gratis-Item dort liegend. Ganz selten. So, ich denke mal, bevor ich zum Boss gehe, erkunde ich ein bisschen die Ebene. Am Anfang auf jeden Fall. Gut, zu Anfang, also eigentlich habe ich schon alles gefunden, den Goldraum und halt Boss, aber mal gucken. Okay, es ist ein... Obwohl, vielleicht kann ich hier in den Challenge Room reinbomben. Ja, nee. Die Frage ist, willst du das? Gute Frage, aber ich sowieso nicht. Dann kann eigentlich nur neben dem Goldraum der Geheimraum sein. Nee. Yes. Weil ich eigentlich in der Meinung, der Meinung bin, dass. Ach nee, Quatsch, das war in den Bossräumen, ne? Ja. Nur in den Bossräumen können keine Geheimräume sein. Nee, da können auch mal Bonus-Geheimräume sein. So, super. Nee, in der Nähe von Bossräumen. Nicht direkt neben dem Bossraum. Schwer zu. Also, dass da angrenzt am Bossraum. Kann auch sein, ja. Nee, genau da nicht. Tja. Mal so. Also die Verteilung der Geheimräume ist sowieso merkwürdig. Also es gibt, mal gibt's einen, mal gibt's zwei. Also mit der Blue Map wäre es eigentlich am sichersten. Also es gibt einen Geheimraum, der ist immer mindestens von 3 anderen Räumen angegrenzt. Yep. Oder quasi nur 3. Und dann gibt es einmal einen super Geheimraum, der ist meistens in der Nähe vom Boss. Und ich darf keinen anderen Raum angrenzen, bis auf einen. Das wäre jetzt von unserer Karte jetzt theoretisch hier. Ich habe 3 Bomben. Jetzt gehen wir es mal. Welcher Karte bitte? Okay. Da siehst du? Ach, nee. Wie viele Münzen hast du nochmal? 6? Ne? Jetzt 9. Jetzt 9. Wirf 2 rein, ansonsten wegspringen. Genau. Und nun? Wenn Lift. Also, diese Slot-Maschine gibt Zukunftsvorhersagen, gibt Pillen und kann eine Wahrsagerkugel droppen. Genau. Die ziemlich gut ist. Aber kam nichts und einmal noch. Think of yourself, ja, sollte ich wirklich mal machen. Und tschüss. Ja, immerhin mehr Geld rausbekommen als reingesteckt. Das ist doch gut. Und eine Bombe. Also kostenlos, einfach nur ein bisschen mehr Geld. Richtig. Also gut, was denkst du, wer es ist? Widow? Duke of Lies. Der wäre auch kacke jetzt. Monstro. Oh. Ich hoffe immer auf das Schlimmste. Der Klassiker. Ja, am Anfang ist das eigentlich immer Monstro oder Widow, glaube ich. Ja, in The Basement ist es wirklich meistens Monstro und Widow. Das stimmt. Ja, und Larry Jr. Für den Anfang. Nach dem ersten Durchlauf kommt ja eigentlich schon vieles andere. Ich glaube, Dingle auch schon. Ja, nach dem ersten Durchlauf können, glaube ich, auch schon die Harbingers kommen. Meine ich. Ups, obwohl. Die meisten Leute haben Probleme mit Dingle. Und ich denke so. Was? Mit Dingle? Ja. Die Leute kommen manchmal nicht darauf klar, am Anfang, wie er dasht. Dreimal hintereinander. Okay, ja, Dingle. Der kann gemein sein, wenn man halt nicht richtig aufpasst, das ist schon wahr. So. Monstration, einfaches Muster. Sehr schön, und weggebombt. Und haben wir. Monstruszahn. Ja, weil wir Monstrus besiegt haben, ist ja klar. Bloodclad. Bisschen Damage ab. Nur für die zweite Träne. Und Range. Und Range.
Range is important. Range is the best thing. Und Klatsch. So, oh, wir sind in den Caves. Jetzt, sagen wir, Duke of Flies kann, glaube ich, jetzt kommen, oder? Hm? Ich weiß nicht, ob Duke of Flies sogar erst in den Caves kommt. Ich habe doch keine Ahnung, kenne ich mich mit dem Spiel aus. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Woof! Ich habe es nur ein paar Mal gespielt damals. Sollte ich auch mal wiederholen, aber ich habe keine Zeit und viel zu viel zum Zocken. Das ist immer so. Ich habe auch ewig nicht mehr Isaac angerührt. Na komm. Wäre wahrscheinlich auch gerade so ein bisschen. Und wie gesagt, auch als ich damals regelmäßig gespielt habe, war ich nicht besonders gut. Es macht trotzdem irgendwie Spaß. Gerade wegen seiner... Ja. Es ist so abgedreht, es ist so böse und makaber. Autsch. Ja, so viel dann. Es ist lustig. Siehst du nicht die Clowns? Siehst du nicht, wie bunt das ist? Stimmt, überall sind... Autsch! Kleine Clowns, die das Leben schöner machen. In allen sind es Weekend Feeling. So, okay. Zwei Schaden, das war jetzt nicht so Korall. Tumorkopf! Spacebar-Item. Stimmt. Was? Ach, mehr Damage. Ach, siehe auf dein Gesicht. Ja, ich hab's gesehen. Das war jetzt, glaube ich, eine Tau-Karte. Guck auf irgendwas. The Tower. Eieieiei. Das ist genau das, der Vianachis guckt. Genau. I love it. So, diese Challenge-Raum weiß ich, komme nur damit von Leben. Yep. Das ist... Ach, nur nicht die Wandspinnen. Wandspinnen des Todes. Oh, das liegen ja. Das hier ist gerade noch. Obwohl, die gehen ja noch. Die Brimstone-Spinnen, die sind kacke. Ja, ich fand eher die Triple-Shot-Spinnen kacke. Das waren die. Oder du meinst, die in drei verschiedene Richtungen schießen? Genau. Ja, die sind auch fies. Vor allem, die bewegen sich wirklich rein zufällig. Obwohl, die. Nee, vor allen Dingen, wenn sie an drei Seiten sind, macht es schwerer, ihnen auszuweichen. Oh, ficken. Ich bin total raus. Let's fail. Live. In Farbe. Ja, komm, da kommt. Ja, gut. Fette Fliegen. Blutfliegen sind fettig. So, was meinst du? Bringt der nächste Raum mich um? Obwohl, warte mal. Komm, scheiß drauf. Ich hab schon eine letzte Bombe, aber das ist ein Notfall. Weißt du, du kannst ja... So. Ich hätte gesagt, du kannst ja einfach mal den Tower aktivieren. Ja? Das ist eine freie Bombe. Das Problem ist aber, ich muss darauf hoffen, dass der Tower zufällig eine Bombe in einer vernünftigen Position spawnt. Och nicht die Arschlochfliege! Also bitte. Die Fliege hat auch nur Gefühl. Ja, und ein Arschloch. Und die blöden fetten Fliegen, die erwischen ja gar nicht, oder was? Na komm schon. Puff. Sterb zur Mama. Du kannst auch nach unten und nach oben feuern. Ah, das ist so einfach. In meiner Welt gibt es die zwei Dimensionen. Oh! Triple Charge, ne? Ich glaube, damit, mit diesem Trinket, laden sich unsere Gegenstände um eins schneller auf, oder? Ich kenne das Trinket noch nicht. Ah, ja, das ist dumm. Um ehrlich zu sein, ich hatte es noch nie. Okay, brauche ich zwei Schlüssel, aber weißt du was, das ist mir wert. Aber nur doch. Tja, du hättest du noch die Life. Tja. Da dachte sich aber so ein gewisser Shadowlorn von wegen, ja, nee. So, hat sich aber wenigstens etwas gelohnt. Ich habe wieder recht gut Leben. Na gut, zwei. Gold. Ah, Hilfe, dein Lieblingsspin. Ja, siehst du? Die sind schon etwas schwerer auszuweichen. Vor allem wenn du diese Anspielung ansammeln. Ich würde den oben zuerst vernichten. Ja, hätte ich überhaupt nicht gehört. Na komm. Ja. Hilfe! Okay. Du hast noch ein Spacebar-Item. Das, was ich, wovon ich nicht weiß, was es macht. Ja, das ist ja das Lustige. Es ist nicht lustig! Oh doch! Für dich vielleicht als Zuschauer!
Nein, ich auch, wenn ich spiele. Das ist ja das Lustige dran. Du bist ein Sadist. Ich spiele genauso wie, als wenn ich jemand anderen zuschaue und das machen wollen würde. Ja. Weil es einfach nur lustig ist. Gut, ich denke mal, ich kann mir beides kaufen. Mein Herz, das Bogebombs, das ist ganz gut. Das heißt, wenn man eine Bombe einsammelt, kostet 2. Und Resonating. Wenn du 2 Bomben einsammelst, kostet 4. So, bin ich schon mal auf 8, das ist mal ganz gut. Da habe ich zumindest keine Bombenprobleme mehr. Spacebar. Was? Wie? Hä? Achso. Das habe ich eine zufällige Karte generiert. Super. Ja, das ist dieses Kartenset, was es gibt. Sweet. Nein, was nicht. Hey, kostet normalerweise 6 Aufladung. Sei froh. Ja, aber das hat mir gerade nichts gebracht. Doch. Komm mal. Klick auf Justice. Justice. Ist es nicht das, was jeden Screendrop einmal bringt? Klick drauf. Ich hoffe es. Nee, ich gehe erst in den Goldraum. Sweet. Das ist jetzt auch so. Das bewirkt, dass man fliegen kann. Nicht nur das. Dein Körper greift dann für dich an. Oh, ich hab's gerade verwechselt mit Kopf ab und du fliegst, nur mit dem Kopf. Nö, das ist... Also dein Kopf schwebt da, ja, und dein Kopf ist auch dann der Schadensoutputstation. Aber das wirklich Geile ist, dein Körper fängt dann rum und macht Schaden. Ich hab's gerade verwechselt. Ja, das kenne ich, ich hab's nur gerade verwechselt. Okay. Justice. Justice. Jeder Drop einmal, mein Gott. Puh. Deswegen sagte ich, klick rauf. Yeah. Bei dir weiß ich nicht. Die andere Karte? The Tower. Immer noch The Tower, ja. Er hat einfach nur Justice wieder ausgetauscht gegen The Tower. So, und... Wobei du hier auch sehr gut The Tower verwenden kannst. Ja. Glaub ich. Der Kette. Mal sehen, was haben wir denn hier? Und es ist... Bad Guess. Explosive Diarrhea, oh Gott! Ja, da haben wir es doch schon. Das hätte ich beim Boss gebrauchen können. Okay. Oh. Dafür hast du ja The Tower. So, was mir jetzt richtig kacke wäre, ich meine, kann es nicht hier kommen, aber The Haunt, der wäre jetzt echt kacke. Ja, kannst du noch nicht bekommen, glaube ich. Glaube ich auch nicht. Das ist... Oh, mega fertig. The Tower. Ne? Look! Kotzstrahl, Flieg und Sieg! Oh nö, die IU Wizard! Warum aktivierst du Pillen in einem Bosskampf? Es hätte das Gute sein können. Was denn zum Beispiel? Keine Ahnung, irgendwas, nur nicht IU Wizard. Das Einzige, was du bekommen könntest, wie... Was gut wäre, wäre diese Lemon-Pille. Lemon Party. Siehste, Lemon Party wäre gut gewesen. Na komm, scheiß drauf. Aber. Ja, jetzt sehen wir mal die Chance in Aktion sozusagen. Da. Nein. Doch, da. Das war eigentlich ziemlich cool. Wir haben hier Speedball, Speed, Shutspeed ab. Das ist ordentlich. Und ab dafür. Gut, den Timer können wir vergessen, aber ich weiß nicht, ob wir überhaupt schon da rein könnten. Nicht den ersten Run. So, die Cave 2, immer noch mit 4 Herzen, das ist nicht ganz so cool. Immerhin besser als 3. Das ist wahr. Oder einem. Verdammt, ich vergesse, dass er rüber kann. Natürlich, sie sind ja an der Wand, obwohl die Hitbox genau da ist. So, und reicht die Eichwante? Ja. Zumindest vom Bloodclad. Geil, Golden Key. Ja, mit einem goldenen Key kann man in dieser Ebene alles kostenlos, was man mit einem Schlüssel öffnet, öffnen. Definitiv praktisch. Das bedeutet, gilt auch für goldene Truhen und Schlösser. Mhm. Und in Schlösser können ja auch Münzen drin sein. Zum Bleistift. Spinnenpack. Nee. Ich hasse die Spinnen, die sind so random. Hilfe. Die schnellste Art und Weise, so eine Rose zu vernichten, ist, sich ihr zu nehmen. Ich frage mich, ob wir irgendwann mal wieder einen Devil Deal haben werden. Na gut, das heißt immer mal wieder. Also es ist ja der erste Run. Die Leute wissen doch gar nicht theoretisch, was ein Devil Deal ist. Und dann nimmst du alles, dass du null Herzen hast. Richtig. Ich stelle mich halt gut an. Nicht.
An den Räumen ist, glaube ich, am besten, erstmal auf eine Seite zu konzentrieren. Geilen Blackheart! Das ist genauso wie ein blaues Soulheart, nur dass, wenn es aufgebraucht ist, ihr werdet sehen. Dann ist es, das ist ein sehr freundlich zu, auch nö, keine Torrents. Das ist ein Blackheart, ist für uns sehr freundlich. Obwohl es eigentlich ein Blackheart ist. Hallo, Shadowlawn ist auch Black, ne? Das hast du jetzt gesagt. Ja, nicht. Hey, are you a racist oder was? Nö. Bist du Trump-Wähler oder wie? Das nehme ich jetzt als persönliche Beleidigung. Das ist gut. Eine Bombe für zwei. Also vier. Seems legit to me. Oh nö, obwohl das geht noch, so wie es jetzt ist. Ja, bleib da unten. Da unten bist du gut aufgehoben. Ja. Hilfe. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Das ging jetzt zum Glück noch. Der Raum da schon mal was eigentlich ist. So, gehen wir jetzt hier oben lang. Kacke, nicht die Running Mats. Rennende Mahn auf so kleinen Raum ist so viele vor allen Dingen ist echt doof. Na, Schweine weniger. Ach, geht noch. Sind doch nur fünf. Ja, stimmt. Sieben wären schlimmer. Es waren zwei? So gerade mein Bestes, um das euch zu zeigen, was das Blackheart macht, ne? So, hier. Wäre Verschwendung für die. Ja, stimmt. So, von der Kartenposition her könnte dort jetzt theoretisch, wo ich stehe, hier. Nein. Nein. Ich wollte es dir gerade erklären. Ja. Nein. Ja, aber weißt du, er ist umrundet. Da ist eine freie Stelle, die komplett umrundet ist. Aber da dort eine freie Kante ist, wo man nicht hinlaufen kann, kann da auch kein Secret Room sein. Ja. Das wollte ich ja gerade erklären, Henny. Lass mich aus. Nein. Verdammt. Jetzt wissen wir, was das Blackheart macht. Das macht einmal Schaden den ganzen Raum. Jetzt hast du das Spacebar-Item nicht mehr. Nee. Aber gut, ich habe noch einiges vor mir und der Fool ist eigentlich eine gute Sache. Gut, ich habe auch nicht den goldenen Raum gefunden, deswegen gehe ich noch mal ein bisschen mich umgucken. Ach, das ist der Kacke-Raum. Was wäre jetzt ein gutes Item? Diese Flash? Nee. Ich meine jetzt allgemein in deiner Position. Nicht für diesen Raum. Das ist eine gute Frage. Welches? Und mit gut meine ich ein Item, womit es interessant wird. Interessant für dich oder interessant für mich? Für Zuschauer. Ach, Und interessant mit zu spielen. Ach, weißt du, keine Ahnung. Wie heißt dieses Item, was einem ein Schild gibt für jeden Raum? Meinst du damit, dass der erste Hit nicht trifft? Richtig. Keine Ahnung. Aber das wäre doch echt praktisch jetzt gerade. Ja, praktisch ist aber nicht interessant. Ja, doch. Dann wissen die Leute, dass es das gibt. So, Raum geklärt. Oh, nö. Das tun sie ja jetzt schon, weil wir es ihnen gesagt haben. Das heißt. Ja, und? Zählt da nicht. So. Oh, das sieht doch erstaunlich gut. Vor allen Dingen, ich finde einen verfickten Skeleton Key. Und ich habe hier nichts zum Öffnen. Doch. Den Itemraum und den Shop? Ja, wo wir die beiden noch nicht gefunden haben. Aber was weißt du, da kann ich schon eine Möglichkeit, hier jede Goldtruhe zu öffnen, die es gibt auf der Ebene. Und ich finde, es gibt keine. Das ist so doof. Wir sind auch pretty rare. Ja, schon. Aber dafür, dass sie so selten sind, tauchen sie doch teilweise verhältnismäßig häufig auf. Aber nicht im ersten Run. Allerersten Run. Ja. Stimmt. Bevor man Mom nicht besiegt hat, ist da eher die Kacke eher, naja. Am Dampfen. Sozusagen. So, jetzt müsste hier was sein. Doppelkopfmahn, das ist interessant. Da muss ich halt aufpassen, welche Richtung die. Gucken nach oben oder gucken sie nach hinten? Oder die gucken nach oben und nach hinten. Problem. Stell dir vor. Das ist das Problem. So, die Schere ist. Und nach rechts und nach links. Schere ist auch wieder aufgeladen. Sweet. Und.
Ein ganzer Raum voller nichts. Literally. Doch. Zwei Fackeln. Ein Abgrund. Ein Abgrund, kommt sofort. Ah, Hilfe! Okay, die Bomben-Dings haben sich schon mal für mich die Tablette freigelegt, aber Hilfe! Das Lustige ist, bei mir hätten sie genau eine Bombe in die Mitte gesprengt und genau so dafür gesorgt, dass man nicht mehr reinkommen kann. Ist mir auch schon passiert. So, und die Ayurve satt. Da bleib ich hier beim Fool. So, dann mach ich jetzt mal den Shop auf. Na wohl, der ist für eine Münze. Wuhu. Och nein, der hat die Broken Watch und ein Soul Heart. Du hast eine Bombe und du hast da ein etwas, womit du dir Münzen holen kannst. Ja, ist ja ein bisschen blöd, aber hol ich mir ein paar Münzen. In der Hoffnung, dass ich ein paar. Gut, für Soul Heart wird das reichen. Ich weiß nicht, wie viele Münzen du hast, sonst hätte ich es nicht vorgeschlagen. Jetzt null. Okay, hätte eh nicht gereicht. Aber hey, gut, dass ich die Münzen sehe. Ja, das ist ein bisschen doof, dass du das nicht siehst. Ich meine, oh nein, ist das Mom's Pearl? Mom's Pearl wäre gut, aber es ist ein Trinket erstens und ich weiß jetzt nicht, ob das nicht das andere wäre, die Cursed irgendwas. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube nämlich, das ist die Cursed irgendwas. Nimm's einfach. Schlimmer als jetzt kann es nicht werden. Cursed Eye, Cursed Charge Shot. Es ist das. Ich glaube, Mom's Pearl ist nämlich größer. Ja, jetzt habe ich nur ein Problem. Jetzt habe ich halt. Jetzt muss ich meinen Angriff aufladen. Kann mir auf einmal raushauen. Das Problem ist nur, wenn ich beim Aufladen getroffen werde, werde ich aus dem Raum geportet. Echt? Ach ja, da war was. viel Spaß! Deswegen, das ist jetzt nicht gut. Aber gut, ich habe noch eine Bombe, aber hier könnte der Secret Raum sein. Schauen wir nach. Scheinkleister. Und da haben wir ja schon unser Item, womit es interessanter wird. Ja. Schon. Aber weißt du? Warum hörst du auch auf mich, wenn du einen Run schaffen willst? Ja, eben. Cursed Eye ist halt nicht gerade sehr vorteilhaft. Aber naja, was ist. Doch, man trainiert seinen Skill. Der war gut. So, hoffen wir mal, dass wir es schaffen. Also hier könnten jetzt Fistula, also Duke of Flies und so weiter kommen. Also alles, was schön ist, um dich rauszuporten. Und in einer Endlosschleife für. Keine Ahnung, wie ich. Gordy. Gordy ist interessant. Den kann man No-Hit schaffen. Ja. Ja, pff, so viel dazu. Also man hat. Ja, nur die Wahrscheinlichkeit, dass man rausgeportet werden kann. Wenn ich weiß, wird man dann automatisch rausgeportet. Nee, nicht immer, du wurdest jetzt. Ja, einmal hatte ich keinen Angriff aufgeladen. Achso. Wie gesagt, sobald man einen Angriff auflädt, man muss auf die Taste gedrückt halten, wird man raus. Geht's raus. So, nochmal. Kannst du das abbrechen? Das Intro? Indem du kurz vorm Treffen loslässt. Einfach. Theoretisch ja. Mann, das ist gerade echt unpraktisch. Weißt du was? Scheiß drauf. Es ist Zeit für die Schere. Ich lasse es mal Körper. Die hat dich sowieso aktiviert. Hm? Die hat dich sowieso aktiviert. Jetzt. Jetzt bloß nicht auf The Fool kommen. Ich lasse nur aufpassen. Jetzt heißt es nur noch aufpassen, dass ich keinen Schaden kriege. Oder nicht gespielt. Nimmt einfach zweimal Schaden. Gott. Problem ist halt nur, dass Bosskampf so lange dauert, bis irgendwas da ist. Little Chubby, supi. Und wir haben hier nun Ranger, Mom Seals, supi. Das kannte ich noch auswendig. Ja, das ist also dieser Standard-Eins, das man immer findet. Lustigerweise kenne ich das nur auswendig, weil ich es im alten Isaac halt öfters bekommen habe, im neuen nicht. Ja, okay. Gut, im alten Isaac gab es auch noch nicht ganz so viele Items wie jetzt in Rebirth, ne? Es gab schon viele, aber Rebirth hat dreimal so viel. Oh, und jetzt haben wir hier zu random Bosse. Und jetzt haben wir hier. Ah! Wie haben wir hier. Wie heißt der Boss nochmal? Larry? Ich hab keine Ahnung, ich weiß noch als. Ja, Larry. Nee, Larry war der auf dem Boden. Wie hieß der noch? Ich weiß nur eines, diese Boss macht mich jetzt gerade hier fertig. Ja, das wird nichts mehr. Leute!
Super, da ist der erste Part, weil mehr werde ich diesen Part jetzt nicht machen. Wahrscheinlich damit gefüllt, dass ich zweimal einfach mal den ersten Run verkacke. Das ist echt, das ist nicht cool. Feed by me. Nein, du kannst nichts dafür. Du kannst nichts. Doch. Ja, gut, du hättest gleich erst sagen können, dass die beiden Items halt nicht so gut sind, aber. Oh Gott sei Dank. Nee, das wäre ja langweilig. Dann würdest du ja den Run schaffen. Ja, komm schon, Handy. Du musst ja ein bisschen mit mir zusammenarbeiten. So, ja. Tu ich doch. Ich bring dich dazu, Items zu nehmen. Ja, super. Oh nö. Ach nö, es putzt solange die auch noch Skelette gut. Nicht kommen. Okay, jetzt ist es richtig interessant. Das Problem ist auch bei den Melting Boys, ist glaube ich, ist auch ein Skelett immer drin. Ich würde zuerst die anderen vernichten, weil Skelette sind scheiße. Jop. Zu meiner Hassgegner Nummer 2. Ob die eigentlich schlimmer sind als Fliegen. Aber ich habe auch gegen Gertie echt schlecht angestellt, muss man mal sagen. Wie gesagt, den kann man No-Hit schaffen, aber. Nein! Oh Gott, das war knapp. So, Melting Boys. Ich würde einen kleinen Tipp und eine Bombe legen. Ich habe keine. Gut, das sehe ich ja nicht. Na gut, das weiß es. Oh Gott, der Doktor war schnell. So, okay, jetzt muss ich halt nur noch das Skelett besiegen. Betonung auf nur! Scheiße. Die schießen halt viel zu schnell. Tja. Was? Und dann noch in eine predicted Richtung. Tja, was soll man sagen? Ich bin einfach raus. Das dauert, bis ich da wieder drin bin. Aber naja. Die ersten beiden Runden liefen doch mal ganz scheiße, ne? Gern geschehen. Vielen Dank. Das reicht jetzt auch für diesen Part. Und ja, ich würde sagen, machen wir noch. Hast du noch Zeit, Henny? Eigentlich nicht. Ich muss morgen um 5.10 Uhr. Okay, aufstehen. Dann würde ich sagen, war's das dann erstmal. Wir haben eigentlich genug Material, um auch zwei Folgen zu machen. Und. Das ist deine Entscheidung. Ich werde es mal sehen. Und ich würde sagen, Leute, danke für den Stream, dass ihr vorbeigeschaut habt. Und ja, wie gesagt, ich werde jetzt regelmäßig streamen, einmal die Woche, jeden Dienstagabend. Ist eine merkwürdige Zeit, ich weiß, aber ich habe sonst nicht wirklich Zeit, abends aufzunehmen. Gibt nun einen Stream mit The Binding of Isaac. Und am Wochenende werden die Sachen dann hochgeladen. Und ja, ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Nacht, bis das nächste Mal, wenn ihr es wollt. Macht es gut. Und eine gute Nacht. Das war meine Fail-Runde,